Moin. Moin. Was wir hier machen, seht ihr ja. Wir müssen nämlich die Bremse ölen. Wollen wir das Rad ganz rausnehmen? Müssen wir ja, ne? Ja, warte mal. Ich mal einmal hier den Wagenheber mal nach vorne schieben. So, ist er schon am Rahmen? Nee, ne? So, ne? Ja. Jetzt kommt sie, ne? Aber dann müssen wir auch die Radklemme abhaben. Ja. Das ist doof hier. Oh, das ist mir ein bisschen umständlich, ne? Mit dem. Ja. Aber oder warte mal, was man hier auch machen kann. Man braucht, kann ja den einfach hier rausziehen. Kriegt man doch das Rad jetzt raus? Ja. Wenn wir die Schrauben lösen. Jo. Gut. So, das ist alles trocken. Das muss man schön einziehen. Ja. So, warte mal, jetzt geht das Rad trotzdem nicht raus, weil das hier stört. Ich sehe das gerade. Ja, dann nehmen wir die doch ab. Dann können wir die runterfallen lassen ein bisschen. Mhm. So, und jetzt? Muss er eigentlich nur runter, ne? Warte, warte, warte. Der kommt ja jetzt hier gegen. Da. Ach, da unten, ja. Hier bei mir auch, ja. Das geht gar nicht. Wir müssen den ganze Teil abhaben, wa? Ah, der muss da ab noch. Den geht's. Eieiei. Warte mal, geht das jetzt raus? Ja. Du, können wir das ja lassen. Viel mehr brauchen wir nicht, ne? Den packen wir mal hier hin. Ich muss einmal hier was wegsammeln. Da ist eine Scheibe. Ja, das hört sich trocken an. Die nehmen wir einfach mal. Machen wir die auf und schrauben hier ab und ziehen die durch, ne? Ja. Die abmachen? Ja. Und dann einmal durchziehen und dann fetten wir die und dann bauen wir die wieder zusammen. Genau. Die müssen ja gerne in dem gleichen Winkel wieder so angebaut werden. Da ist noch eine Feder, die müssen wir beachten. Mhm. Warte mal, sollen wir hier mal einen Strich machen? Im Edding. Mache ich mal hier hin, ne? Kriegen wir das wieder abgewischt, ja, ne? Ja. Machen wir hier auch noch einen hin. So. Oder hier oben, guck mal, da kannst du es ja rauf machen. Da ist ja auch ein Vierkant. Ja, aber den kann man ja gar nicht. Kann man ja gar nicht. Ich dachte, das war eine Vielzahl. Ja, dachte ich auch. Mach hier die Feder erstmal raus. Du machst das auf dieser Seite auch schon mal. Ja. So. Ging das mit der Feder? Das ist ja deine Seite hier. Ja. Ja, dieser wird nachher hier nur eingetragt, dann kommt er wieder da. Lass mal sehen. Da kommt er ins Loch rein. Mhm. Und dann schießt ihn so rum und hängst ihn nachher hinter den Hebel. Kein Thema. Nee. Guck mal, hier war der gar nicht so weit drauf. War das so? Oder ist die, hat die Feder das jetzt? Ach, das hat die Feder so hochgedrückt. Ja, aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir da am besten. Wie wir die auseinanderkriegen? Ja, ich dachte einfach, wir können die so aufklappen, aber da hast du recht, wir müssen den ja. Wenn du den abhast, kriegst du ihn so hochgezogen. Und dann kriegst du ihn so hochgezogen, ja. So, mach ich hier auch schon, wa? Ne, wir machen eine nach und nach, ne? Ja. Sehr stramm, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir. Oh, das ist doch meiner ist. So, der ist ab.
Und den machen wir jetzt auch mal. Den können wir jetzt eigentlich umklappen, ne? Oder können wir den mal hier zwischen tun? Warte mal. Wir müssen mal einen Lappen hier unten liegen. Den OP-Lappen. Ja. So. Guck mal hier. Und wenn da jetzt noch richtig Spannung und Druck drauf ist, ja, da muss überall was drauf. Oh, mhm. Ja. Und dann machen wir hier auch gleich was drauf. Ja. Ich hole mal oder hier drauf, ne? Ja. Da habe ich drei Sachen zur Auswahl. Von Ford. Brake Shine Grease. Das habe ich früher auch mal so für Bremsbeläge genommen. Guck mal hier sowas. Das ist aber so ähnlich wie Kupferpaste, glaube ich. Ja. Wenn das mal nicht sogar Kupferpaste ist. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen. Und hier steht auf Deutsch Kupferpaste, auf Englisch auch Copper Paste. Mhm. Und dann haben wir noch von Liquid Moly Langzeitfett. Ich glaube, wir nehmen Kupferpaste. Gut. Obwohl ja Fett auch gut ist. Ja, aber Kupferpaste, ist das nicht so ein bisschen hitzebeständiger? Ja, aber verhindert Quietschgeräusche, Festbrennen und Fressen, Verschleiß und Korrosion. Aber es schmiert nicht. Also ich weiß, wir haben früher bei den Trommelbremsen beim Auto immer Kupferpaste, überall Kupferpaste drauf. So. Mhm. Machen wir den so. Ach, du hast noch? Ich hab noch. Mhm. Denn da brauchst du viel, braucht er ja nicht drauf. Ne? Nee, das soll ich nur Im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Aber hier muss auch was. Ja, ein bisschen, das wäre gut. Ich hole mal ein Stückchen Lappen. Wir können ja den einen mit Fett machen und den anderen mit. Nee, das wäre Unsinn, ne? Und dann kommt da auch was drauf. Jetzt schon? Mhm. Und Fett würde ja auch so rumschmieren. Das würde nicht gut für die Bremsbeläge sein. Ne? Nee. Aber Kupferpaste ist ja so ein bisschen zäher, ne? Soll ich hier andere Seite auch nochmal? Mhm. So. So, hier machen wir das eigentlich drauf, weil er sich ja hier drin in diesen Dingern so bewegt. Er geht jetzt so auf und schiebt hier jedes Mal praktisch so rüber. Ja. Und deshalb machen wir da so ein bisschen was drauf. Verhindert Quietschgeräusche, steht da ja. Gequietscht hat er ja noch gar nicht. Na, das fühlt sich aber so trocken an, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir dich da wieder reinkriegen. Ja, das Gute das wäre jetzt, wenn meine Finger wieder sauber sind. Ich habe mal eine ganz tolle Idee und zwar. Und dann dachte ich, spannen wir den hier ein. Aber dann machen wir die Achse kaputt. Richtig, richtig. Die richtig glorreiche Idee. Warte, mach halt mal an. Wir können da einen Lappen rumwickeln. Ja. Aber den kann man besser so. Ja, machen wir mal. Jo, wir spannen den nur so. So. Das langt doch. Ja, und da kann man besser arbeiten hier so, ne? Mhm. Die kann man ja schon mal reinsetzen. Und den muss ich jetzt hinziehen, ne? Mhm. Warte mal, den würde ich jetzt erstmal da reintun. Ja? Ja. Ich halte mal fest. Ja. Halt, der muss ja so rum. So, der ist ja da drin. Und der muss ein bisschen weiter runter. Das war zu viel. Das war auch zu viel. So. Nee, jetzt bist du hier draußen. Ne? Nee, da ist er drin. So. Ich glaube, er sitzt. Man muss der. Hämmerchen. Hier. Du musst der da mal ein bisschen hoch. Hier. So. Ach, den habe ich zu früh gemacht. Ich glaube, das ist gut. Das sieht aus wie original. Ja, richtig alles. Ne? Mhm.
So. So, dann machen wir den anderen auch hier im Schraubstock, oder? Ja, das war gar nicht so eine wahnsinnig schlechte Idee. Nee. Warte, halt. Hier das, da ist der Strich. Da kommt die Feder hin. Mhm. Und dann kommt der so rum. Warte mal, der fällt da raus. Guck mal hier, dieser geht auch. Der muss auch. Den fetten wir auch noch ein bisschen. Aber der kriegt Fett. Ja. Und hier würde ich auch noch mal ein bisschen was drauf machen. Aber dann nehme ich, lass mich mal. Ich habe ja hier auch so Spezial. Fett. Das schmier ich hier mal ein bisschen ein. Ne? Mhm. Der kommt so hin. Nee, das ist richtig. Ja. Und dann kommt der jetzt dahinter. Ne? Ja, den kann. Das kann man ja später machen. Ja. Der muss bloß da an einem Loch drin sein. So, dann ist der. So. So. Warte mal, ich mach den mal hier rum. Dann können wir den gleich drücken. So. Eine ganze Ecke runter noch, ne? Mhm. So. Oh, das hört sich ganz anders an. Das ist ganz weich. Ganz weich? Ja. Ich hörte gar nichts mehr. Nee, kein Schaben, nichts mehr. Das, was ich jetzt finde, ist ja, dass er immer noch nicht. Guck mal hier, wenn man jetzt so bremst. Die Feder schafft das nicht ganz zurück, ne? Dann, wenn du jetzt, mal, ich will mal was ausprobieren. Guck mal hier, mach, drück mal. Doch, den geht. Den geht, aber du musst richtig drücken, ne? Warte mal ganz kurz. Halt mal an. Wir nehmen diese Feder. Ah. Sind die verschiedene? Ja, den drückt er nämlich ihn so weg. Dieser zieht in die falsche Richtung. Du Herrje. Da haben wir schon wieder mal einen schönen Fehler eingebaut, wa? Ich denke gerade eben, was ist das denn komisch? Du? Der zieht doch in die verkehrte Richtung. Der Lümmel. Ich bin gar nicht darauf gefallen, wie wir den eingebaut haben, dass ich den von der verkehrten Seite ran gemacht habe. Hätten wir einen nach dem anderen auseinandergenommen, wäre uns das nicht passiert. Wäre uns das überhaupt nicht passiert, ne? Aber das macht die Sache jetzt ja auch noch mal ein bisschen spannend, ne? Das hat ja auch was mit Euphorie zu tun. Nee, und das hat auch damit zu tun, dass man auch mal was verwechseln kann. Oh. Geht besser, wa? Jetzt hört euch das Geräusch an. Jetzt macht die Feder auch ihre Arbeit. Ja. Ja. Sie hat dagegen gearbeitet. Mhm, die hat dagegen gearbeitet. Und er ist trotzdem fast zurückgegangen. Aber jetzt geht es richtig gut. Ne? Sauber. Dann haben wir. Darf ich jetzt auch noch mal? Ja, gut. Ja, das ist gut. Mhm. Aber manchmal bringt das auch was. Wenn man mal nachdenkt. Ne? Und wenn man es richtig zusammenbaut. Mhm. Jetzt mache ich das mal und gebe dir die Kupferpaste. Das ist schön, nicht schlimm. Guck, oh, ein Brownie. Ja, Hautcreme. Mhm. Ja, Bräunungscreme. Für den Winter. Oh, das ist gut, denn ist er auch schön patschig. Ja, auch, guck mal, ja, das ist richtig. Aber guck mal, wie wenig da nur drauf ist auf einmal bei dem. Mhm. Nee, das ist gut. So, nochmal. Ich finde, der geht schwer, du. Ja, und jetzt geht er leicht. Ja? Ja. Ich habe auch das Gefühl, da bleibt gar nicht viel drauf von dieser alten Kupferpaste. Ah, doch, da ist was drauf. Ein Film ist da jetzt drauf. Ja. Können wir doch mal das da reinstopfen, aber. Dreht man keinen Film. Das ist hier aber auch genau zu passen. Das ist aber jetzt leichtgängig. Ja. Willst du die anderen beiden jetzt auch noch mal eingeben? Die hier. Ja. Ich gebe. Oh, ich muss halt. Ich muss ja den auch. So. Was du machen kannst, ist ja auch hier noch mal was reindrücken, da. In die Löcher hier. Kommt hier nicht hin.
Nö, aber wenn du da jetzt was drauf hast, ist es ja gut. Ja, hat ja gerade eben auch geklappt. Wolltest du das Loch auch da noch einmal? Ja. Ja, da so, ne? So, und dann einmal noch hier drauf, ne? Ja. Brauchst du noch was? Ja. Oh. Ich hab. Ja, ja. Hm. Geh da wieder rein. Nee, ich nehme noch, das nehme ich noch. Nee, ich habe es wieder da reingesaugt. So. Da auch, ne? Mhm. Ja, jetzt muss das ja gut sein. Ne? Gut. Die andere Seite. So. So, jetzt ist alles wieder gut. So, falls das noch keiner weiß, wie eine Bremse funktioniert, zeigen wir euch das jetzt mal. Soll ich das mal wieder raushauen, dass das eine Doppel-Duo-Duplex-Bremse ist? Nein, das ist eine Trommelbremse fürs Motorrad. Das ist eine Doppel-Duplex-Bremse. Und die heißt deswegen Doppel-Duplex-Bremse, weil die zwei Seiten hat. Einmal links und einmal rechts gebremst wird. Und dann noch mit zwei einzelnen Nocken. Das hat eine normale Duplex-Bremse nämlich nicht. Nee, eine normale Simplex-Bremse hat das nicht. Die hat nämlich nur einen solchen Nocken. Genau. So, und die hat nämlich zwei Nocken, sodass der für sich aufgeht und der für sich aufgeht. Und deswegen, dreh mal um, da kannst du das einmal betätigen. Die wird ja mit Seilzug betätigt. Und dann ziehst du die hier und dann gehen diese Bremsbacken gehen auf und schlagen hier an die Bremstrommel an. Mhm. Und dadurch, wenn die aufgeht, hat man eben dann diese Bremswirkung. Bei dieser Bremse ist das Spezielle, wenn du jetzt hier bremst, läuft diese auf und diese läuft auf. Ja. Und wenn du eine Simplex-Bremse hast, dann hast du diesen Nocken, der betätigt praktisch diese beiden. Und dieser ist starr. Das heißt, wenn der jetzt nur, ihr stellt euch jetzt vor, der bremst und da geht er auseinander, dann hast du einen auflaufenden Backen, einen ablaufenden Backen und diese hier machen eigentlich gar nichts. Die werden nur angelehnt. Das heißt, er bremst ja nur hier und da. Das macht dieser jetzt auch. Er bremst hier und da, aber sie laufen beide auf. Das heißt, das Rad kommt und schiebt sich praktisch den Bremsbelag selber ran. Und bei einer ablaufenden Backe ist es so, sie drückt und gegendrückt und ja, quetscht ihn praktisch wieder zurück. Mhm. Deshalb ist diese, hat über die doppelte Bremswirkung. Deswegen auch eine Doppel-Duplex. Genau. So, jetzt haben wir es. Ne? So, dann geht's hier weiter. Erst die Feder. Die kommt so. Dann der Hebel. Und dann dieser Hebel. Da, so ist er aber nicht richtig. Bei mir passt er so. Ist er so richtig so? Ja. Ja, dann kommt er so hin. Und dann halt, ich muss diesen noch einmal so machen. Ja, das ist nicht das Nonplusultra immer, ne? Nee, das ist mir gut, wenn man das alles ein bisschen geschmeidig behält. So. Und die ist mindestens so gut wie eine schlechte Scheibenbremse. Oder manchmal sogar noch besser wie eine Scheibenbremse, weil man damit viel mehr Spaß hat zu bremsen. Der einzigste Vorteil der Scheibenbremse ist, die hat eine andere Kühlung. Ne? Aber diese hat ja extra Lüftung und sowas. Aber ja, ne? Oh, das ist ja eine richtige Bremse, so aus den 70er Jahren. Ja. Die nennt sich ja TZ-Bremse, die ist von Yamaha entwickelt worden. Und das ist ein Nachbau. Ja? Ja. Und damit sind die früher Rennen gefahren mit solchen Bremsen, also Straßenrennen. Sollen wir jetzt, bevor wir die einbauen, hier gleich ein bisschen... Ich will einmal die Achse prüfen, wie doof die da reingeht. Aber hier geht's eigentlich. Bei dem geht die gut, ne? Und bei diesem hier geht die doch total... Nee, da frisst die. Ja, da muss aber was rauf. Und wir fetten die mal schön ein, hier, die Achse. Antifress kommt da rauf. Jetzt darf die doch auch nicht mehr fressen. So. Wollen wir einmal sehen, dass wir
Wollen wir in die Buchsen auch noch was reintun? Oh ja, da würde ich die Achse einmal reinstecken. Mal gucken, wie leicht die da reingeht. Ja, aber jetzt geht sie leicht. Sollen wir hier noch ein bisschen Fett vortun? Ja, und das wäre. Hier mit dem. Und machen wir auf der anderen Seite auch gleich nochmal, ne? Ja. So, jetzt können wir das zusammenbauen. Ja. Welche Seite ist meine Seite? Die Seite ist meine Seite. Das ist meine Seite hier. So, ne? Mhm. Sollen wir die jetzt einfach ein bisschen runterlassen? Oder sollen wir das Rad einmal anheben? Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir die runterlassen. Ich kann das auch anheben, wenn du gleich den Bolzen da durchschiebst. Ich bin noch ganz leid. Doch, jetzt habe ich ihn. Bei mir ist er gut vor. So, ich halte ihn. So. Ja, passt. Ne? Ja, so, machen wir weiter. Schlüssel brauche ich einmal. Den kleineren. Den da. So, jetzt geht die Reise weiter. So, gut. Ich muss mir die nur festziehen. Ne? Ja. Das ist schön. Das ist gut. Ja. Erst haken wir den unten ein, ne? Ja. Die Mutter musst du abmachen, die erste. Die habe ich aber hier. Und dann muss er hier nämlich durch. Und dann muss er hier wieder rauf. So, und dann muss der. So, und jetzt wird es schwierig. Da muss ich dir mal helfen. Das kenne ich schon. Oder hast du ihn schon drin? Mann. Ich muss den hochziehen. Ne? Den ja, habe ich schon. Ja. Also, meines, das ist gut. Gut. Bei dir auch helfen? Ja, du musst mir mal helfen hier. Du. Oder? Vielleicht auch nicht, aber. Na? Die wollen wir auch noch ein bisschen ein. Mhm. Der kommt von hinten rein, ne? Ja, das. War die auch so? Nee, meiner passt nur von der anderen Seite rein. Nee, du musst ihn von hinten reinschieben. Weil sonst hast du das mit dem. Ja, ein Stück noch. So, jetzt. Ja. Ach so, das soll ich vor. Ja, den hab ich da mal hin. So, der passt ja auch sehr gut. Drin? Ja. Sauber. So, und jetzt können wir die einstellen, ne? Oh, guck mal, wie der zurückschneißt. Lass mich auch mal. Das geht jetzt aber viel geiler. Das muss ich ja mal sagen. Oh ja. Das macht was aus. Nun liegt der nämlich auch gleich gerade wieder. Auch nicht diese schabende Geräusche. Nee. Ich habe hier so ein schabendes Geräusch im Hals. Da wirst du keinen Schlag dran haben jetzt, ne? Du bist bestimmt hier. Aus der grünen. Aus der. Nee, wir danach. Ja. Dann haben wir erst die einstellen. Sollen wir erst die Bremse einstellen? Ja. Sonst vergessen wir nachher die Hälfte. Und dann? So, ich mache erstmal so auf Hälfte. Mein. Guck mal, jetzt sieht man schon, wie schräg das ist, weil Jörg das noch nicht fertig gekriegt hat, den Stremmer zu machen.
Konnte ich auch nicht. Du hast ja die Mutter so weit unten raufgedreht, das habe ich gar nicht gesehen. Soll ich noch mehr? Ja. Ja. So. Oh, jetzt bin ich zu viel, ne? Ja, macht aber nichts. Dann mache ich mehr. Ja, mach mal. So. Mach mal. Ach so, ich. Mhm, mach du mal. Du kannst. Warte, mach mal, ich mach mal. Nee, irgendwas. Oder Schleife schon. Nee, ne? Doch, irgendwas ist das schon. Ist das meine? Ich mach meine mal ein bisschen loser. So. Kannst du mal? Das sind aber nicht die. Das Schleifen ist nicht das Geräusch von den Bremsbelägen. Guck mal, wenn ich jetzt schon ziehe, dann bremst er ja auch noch nicht. Aber gut, ne? Mhm. Aber wir können ruhig noch. Ein bisschen strömer? Ein bisschen strömer. Oh ja, jetzt sehr gut. Guck mal. Guck mal, wie schön, das geht jetzt richtig schön. Ja. Ne? Und jetzt geht er auch ganz runter wieder. Ja. Und es schnalzt auch richtig jetzt, ne? Ja, aber deine geht hier nicht ganz runter, da. Warum nicht? Warte mal. Warte mal. Mach mal. Ah, das ist jetzt aber das letzte Ende. Das ist gut so, ne? Ja. Dreh mal voll an und mach mal schnell. Bremse jetzt mal. So. Mhm. Das geht. Mhm. Und du hast auch Druck, ne? Auch nicht? Ja, ich kann ja hier auch noch nachstellen. Ja, könnt ihr da oben ja auch noch stellen. Dann konnte ich jetzt einmal. Ja, konnte. Jetzt können wir ja bald mal eine Probefahrt machen, wa? Mhm, wäre gut, wenn jetzt mal die Zündung noch mal kommt, ne? Das ist hier. Ach so. Ich dachte schon, wo ist die Schraube denn über? Was soll ich damit? Ach so. Konnte. Und dann müssen wir noch eine schöne Aufnahme machen für die Seile, damit die hier nicht so rumwackeln. Die müssen so schön festgemacht werden. Ja. Guck mal so, das würde ich schon gut aussehen. Ich glaube, da muss Nils noch mal ran. Was anschweißen, oder? Ne, guck mal hier, genau da, wo diese Buchsen sind. Ja. Da müsste so eine kleine Öse dran sein. Brauchst ja nur so ein Blech machen, so ein U, was hier so rüber geht. Dann sind die ja schon eigentlich ganz gut gehalten. Mhm. Ja, das machen wir dann später. Ich mache da erstmal Strapse rum. Ja, wir kommen da ja nicht drum rum, dass dieses blöde Bremsseil vor der Lampe hängt. Nö. Müssen wir durchsichtig machen, das Seil an der Stelle. Ja, wegen Licht geht mir das ja nicht. Ich finde das optisch nicht gerade. Guck mal, so geht. Ja, so wird's. Und deswegen muss man das nachher irgendwie hier so halten, dass das dann. Mich stört's aber nicht. Persönlich. Wenn du dich da persönlich angegriffen fühlst, müssen wir es ändern. Meinst du? Wir können den Schein, wenn wir ja höher sitzen. Oder weiter raus. Ja, genau. Oh, dann schwenkt ja auch nicht. Das fehlt mir noch. Hm. Mich stört das nicht. Ich habe eine Idee, aber die sage ich dir jetzt nicht. Also soll ich ein Loch hier reinbohren, hier, ne, da ein Loch reinbohren, dass das Seil da wieder rauskommt? Nein, auf keinen Fall. Das war deine Idee. Nee, meine Idee wäre noch eine andere gewesen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah, das ist auch eine gute Idee. Da kommen dann meistens gute Ideen. Das mit der Bremse gefällt mir jetzt aber echt kannst gut. Kannst du jetzt mal nach Wiedersehen sagen? Gleich. Oh, die geht echt spitzenklasse. Hm. Ja, ganz weich, ne? Nee, und auch die geht auch, man merkt richtig, wie sie zurückgeht. Das war gestern nicht so. Nee, nee. Denn die hat nie so geschnalzt. Nee, da hat das alles so geschabt und trocken und. Ja, die ging auch gar nicht ganz zurück. Und hier, dieser geht ja jetzt auch ganz zurück. Ja. Also das hat was gebracht. Sehr gut. Ach so, wir sollen Tschüss sagen? Alles, was wir machen, bringt was. Manchmal Ärger, manchmal Erfolg, manchmal Misserfolg, aber es bringt ja immer was. Ja, und manchmal bringt es auch überhaupt nicht viel. Nee. Manchmal ist zu viel auch zu viel. Ja. Eins, zwei, drei. Ich dachte, das war einer. Ich dachte auch, es war einer. Mann, habe ich mich erschrocken. Spätzünder und Kleber. Ja. So. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja, uns hat Spaß gemacht. Ja. Der Erfolg ist da. Die Bremse ist vom Erfolg gekrönt. Mhm. Schön. Echt gut. Mhm. Tschüss. Tschüss.
Wer Dach, sin Arbeit deit und jümmers ob sin Posten steit. Hey, deit hat froh, hey, deit hat gern. Ja, det dürft sich auch mal amüsieren. Das machen wir. Hau weg die Scheiße. Prost!